Moin, liebe Leute, der Bildschirm ist noch stehen geblieben. Moin, liebe Leute, willkommen mal wieder beim Hausfrauen-Stream. Es ist alles noch stehen geblieben. Och, was für eine Hektik. Ich bin hier schnell live gegangen und habe gar nicht drauf geachtet. So, da ist ja wieder der Bildschirm. Tudum. Das war's mal wieder komplett. Wir haben hier eine schöne Blitzflasche-Mission. Wir haben gerade schon gemacht. So, die werde ich aber öffentlich spielen. Let's go, weil die geht nicht mehr lange. Die nehme ich noch einmal mit, bevor ich gleich wieder. Boah, die Kamera ist auch nicht eingestellt. Man sieht hier, wie ich schön auf der Couch rumpimmel. Alter Schwede, ey. Manchmal denkt man echt, das ist alles schon so eingestellt und ja, jedes Mal vergisst die jetzt hier. Oh, jetzt. Couch. Ganz schnell mal die anderen hier, ne? Zu viel Bein. Auch nicht gut. Eigentlich habe ich doch gar nichts verändert hier. Warum ist die Kamera schon wieder anders? Die letzten Einstellungen. Stream-Einstellungen. Während des Beginnens einstellen. Läuft. Ja. Ja, Tudi? Tudi hat auch gerade schon gegessen, bei Räuberchen, so wie ich. Bitte, dass keine Kack-Randoms mit dabei sind. Bitte. Jetzt muss ich den Schinken hier alleine schmeißen. Mal gucken, was uns da erwartet. Naja, mal beim Headset. Weg damit. Ah ja, okay. Er muss erstmal die neue Duett ausprobieren. Sehe ich den Ballon nur wieder nicht, oder? Fuck. Ah. Der denn da? Was ist denn der Ballon? Tomatenofenaugen oder was? Oh, das ist irgendwie, ne? Den nehmen wir natürlich mit. Selbstredend. Warum? Ja, auf den Punkt gegangen. Das ist super. Wonderful. Aha, trifft sie gleich diesen. Ist die Lupe echt jetzt? Okay. Ich finde eine scheite Waffe draußen. Das Dings. Jagd. Gewehr? War das Jagdgewehr? Ja, ich glaube ja. Ey, ich drücke auf X und springt nicht. Was ist denn da los? Das ist doch die Hauptsache. Den Landeplatz sichern. Machen wir ja. Na, kommen wieder die ganzen Höhlen. Was macht er denn dahin? Das ist auch geil, er bewegt sich gar nicht. Sehr schön. Läuft ja von alleine. Ich glaube, ich werde aber mit Stein bauen, weil ich so viel Stein. Gleich. Oder falsch.
Ich habe drei Ninjas hier drin, ne? Ich will nichts sagen, aber eigentlich ist das absolut Gülle. Ich hätte mal als Konstruktor mit reingehen sollen, ne? Idiot. Ist ein bisschen schwierig. Ich wollen ja auch überall, ne? Oder was? Machen die denn da schon, ne? Das ist richtig auf jeden Fall. Ich komme hier von überall da seitlich. Deswegen ist das ein bisschen blöd. Da gegenüber eine Breitseite zu bauen. Ja. Ja, sowieso nichts großartig hier machen. Daher ja, bauen wir hier. Wenn man placen wird. Die ist eh schon. In hier mit der. Ja. Ist in Ordnung. Wollte bei mir runterschießen. Wenn wir noch irgendwie Schrott machen können. Nehmen wir erstmal die noch mit rein. Stopp. Sowieso keiner placed, dann können wir hier nochmal. Wissen. Schrott, Schrott finde ich auch. Einsatzbereit! Ah, sowas von Schrott. Übertreiben müssen. Mal so. Andreas. Was geht ab? Ja, mal gucken, was die anderen gleich mal sagen zu dieser Mission. Gucken, ob wir die verkacken oder nicht. Ja, Natur und was fehlt uns noch? Wasser. Obwohl, die ist echt nicht. Die sind echt nicht schlecht gepackt und alles. Die müssen wir mal merken. Ne? Muss ich vielleicht mal ummachen, die. Adara. Ja, das habe ich mir fast gedacht, Andreas. Alles gut. Ich dachte nur, spät zockst du nicht. Deswegen habe ich Thomas gefragt, ja, was machen wir denn jetzt? Nun, erst Fortnite oder Kone? Aber dann kann ich jetzt erst Fortnite ein bisschen machen. Später machen wir Kone. Darum ging's. Naja, gleich so. Ja, ist, ne?
Keine Ahnung, ein bisschen Unterstützung wäre gut, aber ich glaube nicht, dass sie noch kommen. Wir machen jetzt einfach. Ey, sag mal. Was ist denn das Problem? Hat die nicht so eine hohe Reichweite? Das ist kein Scharfschützengewehr. Mit der habe ich die doch den Ballon doch auch schon runtergeholt. Sagen, ey. Oh, wie die da durchbomben. Alter, was mache ich denn da? Ei, wupp, wupp, wupp. Was funktioniert schon mal hier? Ein paar durchkommen kann passieren. Natürlich viel Schlaf wieder draußen, ne? Schauen. Na, dann setze ich doch noch mal eine Drohne, ne? Falsche gebaut, glaube ich, ne? Kann das sein? Ein wenig. Warum soll ich auch alles alleine machen? Nehmen wir es hier. Die bauen ja gar nichts, ne? Einfach mal. Ah, oha. Jetzt kommt doch mal auf die Idee. Heftig. Gleich geguckt, was aktiv ist. Mal abgesehen. Da müssen wir ganz schnell los. Schon sein, dass die explosive tot ist, so wie alles kaputt geht. Wieder da in der Wand backt. Alles kaputt machen. Digga, shit. Da komme ich gar nicht zum Upgraden und so. Mehr upgraden sollen. Doch, explosiver Tod. Erstaunlich, sie haben auch Verteidiger gesetzt. Ja, moin! Endlich mal Randoms, die mitmachen. Wollten wahrscheinlich noch ihre Quest machen und so weiter und so fort hier. Bin mal gespannt, was aus dieser Mission rauskommt. Geil, oder? Also ich finde es ja, ich find's auch noch nicht mal schlimm, Andreas. Also ich ernsthaft jetzt. Ich finde es sogar gar nicht so schlecht.
habe mir gedacht so, hä, was ist das denn? Lustig. Er läuft. Mein Verteidiger ist hier weg. Okay. Den will ich mal zurückrufen, weil mein Fähre eh schon bald im Arsch hat. Dann, dann, dann! Sieht aus. Ist mehr. Ist nicht faul vor uns bauen. Der Boss? Allen verwundbar war so klar. Kann ich aufballern. Nur dann. Scheiße. Hab ich die da drin geplaced? Komm, 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 komm. Nein. Komm, komm hierher. Löst sie überhaupt aus? Nein, hab ich auch nicht dran gedacht. Scheiße. Hack doch nicht so rum. Was macht er denn da? Komm her, komm. Komm her. Oh, hier ist ultra viel los. Oh doch. Und da bist du hin. Da ist zu viel los. Bauen, ey. So, wir haben uns übertrieben gewarnt. Oh, jetzt kommen die alle von hinten. Das ist schwierig. Dann machen wir doch mal den hier. Auf die ganzen Fässer. Scheiße. Falsch gebaut. Wo denn? Ja, 24 Sekunden gekommen. Hier muss safe explosiver Tod sein. Mal kurz ein Schlitzen, ja? Aber hat ja geklappt. Also, gute Arbeit. Mit den Daten, die du sammeln konntest, können wir leichter Überlebende lokalisieren und Schwachstellen im Sturm finden. Ja, auch gar nichts brauchen, ne? Oder was? Dann nochmal kann ich dir eigentlich machen. Ja, dann doch mal. Eigentlich, Mensch, mehr. Finde ich, ist die Seite halt Breitseite eine super Falle, die man dahin placen kann, wo irgendwas unten ist von einem Berg. Ja? Genau. Genau meine Meinung. Immer hast du mal so klar, wieso auch immer stimmt. Ich habe eigentlich gar nichts wirklich heute gegessen, außer zwei Toast. Na, ich wollte ja auch Ramadan machen, ne? Super.
Ich bin gespannt, was wir rauskommt. Oh, dann können wir ja rauskommen. Nee, jetzt ernsthaft? Wir haben jetzt die Mission ernsthaft gemacht für 40 Blitz in der Flasche. War mir klar, dass man nicht viel kriegt, deswegen habe ich auch nicht gemacht. Du hast gar keine Ahnung. Ja. Oh, was hast du ja für eins geholt, Andreas? Bin ich mal gespannt auf heute Abend, wie sein neues Headset klingt. Weil den Unterschied hat man ja meistens ziemlich schnell nach draußen. Ah, da ist auch noch eine Vierer-Quest. Eine Vierer-Quest, ja. Ich suche mal. Trainer. Ja, aber ich suche aber. Menschenratten. Hä, war hier nicht vorhin eine gewesen? Ist schon wieder neu oder was? Ach ja, sind ja jetzt neue Missionen. Ich Horst. Genau, 5 Stunden und 56. Ach, da ist wieder nichts mit dabei. Oh, ob es gleich noch eine V-Bucks-Mission gibt. Das sagt mir gar nichts. Da bin ich mal gespannt. Was ist da bei der los? Wollte gerade sagen, das war, machst du den Menschen retten in 200 Peaks. Ich wollte nur mal so auf Spaß gucken und dann, selbst da im Niedersturm gibt es dann immer irgendwas. Weil überleben dann irgendwie was, was ich brauche. Hier doch, da ist einer mit 36 Regentropfen. Aber nö. Auch langsam echt Blitz in der Flasche und nicht immer nur Regentropfen. Beides klar, aber. Nee. Das ist schon der Scheiß. Saturn, okay. Hm. Sagt mir trotzdem nichts. Also von der Marke jetzt her. Die vorher kommt jetzt ein Update, ne? Was da jetzt im Konsole? Am Mittwoch, ne? Ja. Und da hinten ist auch noch eine. Ja, nice. Und Andreas, hast du mich schon eingeholt? Ich denke mal, auf jeden Fall. Safe, ne, Andreas? Die kostenlosen, ja, den hast du dann nicht geholt, oder? Doch. Wie lange war's? Eins hatte ich. Das ist komisch, ne? Ich hatte zwei gehabt. Also mit meinem kleinen Account hatte ich zwei gehabt und mit meinem großen Account. Da hatte ich irgendwie Nuggets gehabt. Hm. Ja, duschen. Ach, egal. Man kann noch 2 Jahre lang warten wegen Duschen, also hat es ja nicht so dringend. Nee, Hauptsache Kronen läuft. Ja. Und ich habe meine Zitronenrolle hier. Der hat Holger lecker gekauft, muss man sagen. Hat auch Tee gemacht, aber ich bin da fast eingeschlafen auf dem Stuhl. Ich sage, Holger, kann ich, muss los. Andreas hat, glaube ich, schon über Kunde ein bisschen schon geübt, da ist er schon als Profi drin. Ne? Ja, safe, ne? Deswegen ja, also ich will das von ihm ein bisschen schon was wissen, also wo man das da was findet, sowas, ne? Hey. Also gibt es noch keine V-Bucks-Mission? Ich hab nicht geguckt.
Ich guck grad mal. Mach das. Ich hasse das. Im Steinwald. Im Steinwald? Das war's für dich. Ich muss grad gucken, halt. Ich fang grad bei Steinwald an. Ich habe keine App, wo ich gucken kann. Ich auch nicht, ich guck bei im Internet. Hab ich auch nicht. Das weiß ich. Ich hab alles nur nicht. Das hier. Das ist krass. Anlaufen, trinken und er kann sogar was essen bei Kronen. Ja, schon krass, das ist. Immerhin. Das wird ja. Erkämpfen ist ja auch nicht schwer. Naja, kommt drauf an. Wer kämpft? Ja, es gibt eine V-Box-Mission. Ein Plankotten. Dort eine Beschaffung. Die willst ja nicht wirklich mit Mimmel spielen, ne? Doch, weil schon, sonst aber wollte ich gerade sagen. Wenn du sie jetzt machst, dann mach ich natürlich nicht mit. Ich habe jetzt angefangen. Ich mach die ja auch. Genau jetzt. Dann musst du sie allein machen, dann mache ich die anderen gleich selber. Plankotten ist das und das ist eine Datenbeschaffung. Ja, ich guck dann. Level sterben. Ich hatte gerade keine Lust, 20 Minuten mehr zu warten. Kannst auch reinkommen, mit Überlebenden rennen. Als ob ich irgendwelche Überlebenden retten würde. Ah, du willst die Trophäe nicht holen, irgendwann mal. Ja, ich, wie gesagt, das machen dann die anderen. Ich hatte hier wieder mal einen, aber wenn er zu lange braucht, zum Anklicken, gehe ich einfach da weiter und ignoriere den. Ne, eigentlich funktioniert das für euch gut. Das ist nicht mehr so wie früher. Wenn ich reinkomme und irgendwann ich nicht anklicken lassen kann, wenn er sich ein bisschen antut, renne ich einfach weiter an ihn dran vorbei. Du musst nicht mitspielen, wenn du nicht willst, also. Deswegen, also musst du anschalten. Ja, sterben lassen? Nee, dann bleibt immer draußen. Deswegen, ja. Weil du kannst ja halt meistens, wenn du halt, wenn man die Menschen rettet. Die feiern sich manchmal, da kann man die nicht auch retten. Ja. Da dauert es ungefähr fast 10 Sekunden, bevor man den mal auch bestätigen kann. Also. Da haben sie auch viel Glück gemacht, dass man erstmal eine halbe Stunde lang warten muss, bis man den bestätigen kann. Ist wie gesagt nicht mehr so schlimm. Cool. Kann ja gucken, vielleicht kannst du da erstmal beitreten. Ja. Da ist einer, okay. Oder halt knapp, 17 Minuten fällt er runter. Ich hab mir schon Sorgen gemacht. Ich weiß, es ist viel verlangt. Ich kann ohne dich denken. Suche den Standort des Medkits auf deiner Karte. Jetzt hier kann ich auch mal die Menschen retten. Und ist immer noch so verpackt wie vorher. Kommt drauf an, also ich habe das hier in meinen Missionen eigentlich recht selten. Ich kann die meistens immer sofort, also was heißt sofort, aber. Also nicht mehr so lange wie vorher auf jeden Fall. So ist es lange nicht mehr. Dass du stundenlang warten musst. Ist egal, ich mach's wegen der Trophäe und fertig. Also, mehr Bock hatte ich natürlich auf. Sturmschildverteidigung. Soll mir mehr Spaß machen. Gerade in Twin Peaks, ne? Ja, genau. Wenn du unbedingt so den Bock drauf hast, wir können gerne bei mir machen. Beim Großen, da bin ich noch nicht so weit. Nee, danke. Obwohl, doch, können wir eigentlich machen. Ich weiß ja, wie du baust. Warum? Sag mir, wie lange das heißt, wo ich mal drin war? Hä? Sag mir, wie lange das bei mir ist, bei meinen Ewigkeiten her, wo ich da drin war. Ja, aber. In Peaks. Da wolltest du sofort loslegen? Kannst du Maßnahmen treffen? Ja, jetzt sofort. Jetzt sofort. Kannst du dich erstmal zum Sozusagen spielen, ne, genau. Hilfe! Da kommen sie! Da gibt es bisschen Andreas hat an, dass mal ein paar Waffen zum Gucken. Aber mal schauen.
Welche alles sich entscheidet. 1, 2 oder 3. Die letzte Chance ist vorbei. Ist vorbei. Ach Gott, das ist schon uralt. Ne? Ah, das Fernseher von damals. Ist das überhaupt noch? Die Sendung? Ich kenne nur diese Kinder-Sendung gefunden. Ja, mit dem Tor, ne? Wo dann entweder der, was war das noch, der Schnee oder diese Bälle rauskommen? War das nicht so? Ich weiß nicht, schon so lange her. Sorry, Andreas. Ich kenne das halt. Was? Ich hab schon. Achso, Sternbär. Schon. Ja. Da ist doch einer tot. Ich glaube, die Menschen retten dauert, ist die längste Questgruppe mit. Mit Radarturm, ja. Genau. Das ist die längste Quest, deswegen dauert das ja auch so lange hier. Guck mal, der Blong liegt, der ist sehr praktisch. Mensch, schauen, ob ich die Straße schnell einladen kann. Hätte ich gesagt nein oder ja. Wie gesagt, ich meinte so oder so. Wenn du sie jetzt anfängst, dann mache ich sie gleich alleine. Ich bin ja schon drinne. Ich weiß. Wenn du ja nicht warten möchtest, wenn meine Mission noch 12 Minuten geht. Denkst du, du würdest da erstmal 20 fast hier 17 Minuten warten? Glaube ich nicht. Kommt drauf an. Ich will vielleicht eine andere Folge nee, spielen. Das ist der, du hast eine andere Mission spielen, mach ich auch gerade. Na, so eine Atlas, 10 Minuten. Dann hättest du nicht mal ganz so lange warten müssen. Aber ich hätte trotzdem warten müssen. Ja, hättest du trotzdem warten müssen, das stimmt. Und du musst auch bei Kunden auf dich warten, wenn du dich schminken tust, oben. Du mich auch. Aber da muss ich auch auf dich warten. Wir hätten noch 3-4 Sklaven nachholen können. Jetzt nicht erstmal dein ganzes Inventar leer gemacht. Ja, ja. Und noch geschminkt. Muss sein. Maniküre, Pediküre, alles. Ich habe heute nochmal uns nachgeguckt, wegen guten Platz und Sklaven. Wieso der Platz, den wir doch da haben, ist doch super, ja, oder nicht? Es ist einer mit der Top-Plätzen, um sehr gute Sklaven zu kriegen, aber es gibt noch einen sehr guten Topplatz, wo man einen guten Bogenschütz noch rausbekommt. Einer mit der einen hier eine Dings trägt, einen Namen trägt. Na gut, aber trotzdem ist unser Platz ja an sich nicht schlecht. Ja, das ist aber eher weiter da hinten. Kann man ja auch immer noch holen, ne? Also ist ja nicht. Genau. Scheiße. Wir können heute eine große Tour machen, ja, mit Andreas. Erstmal macht ihr da euer Einführungsdings, ne? Damit ich in Ruhe bauen kann. Wieso meine Wippen zerstören? Ich denke da gar nicht dran. Hier sind wir. Ich hab schon mal welche schon gerade kaputt gemacht. Zählt das für dich auch mit, oder? Haha. Jetzt bald. Oh, jetzt bald. Das werden wir mal behilflich sein und ja für ihr. Wir sind hier die Quester. Ich wollte dich, ich bin gerade bei die Quest auf dich noch machen. Ihr habt gerade ein paar Wippen kaputt. Ja, für mich dauert es die Datenbeschaffung ein bisschen mehr Zeit. Weil ich bis zur letzten Sekunde auf dich erstmal warten muss. Wie lange geht denn die noch? 11 Minuten 21 läuft die Zeit ab. Oh ja, Tatsache. Aber du musst ja auch nicht fahren. Ersatzteilworten, weil du mich sonst so schlagen tust. Was, ich soll nicht schlagen?
Warte mich an, wenn du das für das sonst legst. Das ist noch nicht bewiesen. Warum das bewiesen? Hilf mich. Der Jochen, was er wegen der gesagt hat, Jürgen? Das war schon krass. Ja. Jürgen? Ja, dass du den armen Jochen angetan hast, das war schon echt krass. Das ist nie von dir gedacht. Der arme Jochen. Ja, Jürgen. Den Tag und Nacht geschlagen hast, ne. Aber Jürgen. Versklavt. Und hast du noch stolz drauf? Also ja. Und war lecker. Hast du Brot gegessen jetzt, oder was? Ich hab kein Brot gegessen. Nee? Stangen hab gegessen. Was für Stangen? Sesamstangen. Ah, okay. Ich mag das. Auch lecker, ja. Sesamstangen. Gerade wenn unten immer noch ein paar kleine Krümel sind, die schütte ich mir auch genau in den Mund rein. War der Einkauf schön? Ich hab's ja bisher noch nicht. Wenn du so Gedanken hat, wenn ich irgendwas in mir oder so ist, hat schon da. Was? Ich hab gar nichts gesagt. Ja, aber gedacht, das ist das Schlimmste. Ach Quatsch. Komm, wo kommst du hin? Ah, der Pommes. Ah, moin Pommes. Alles klar, Pommes. Hilfe benötigt! Hilfe bin ich! Hüll! Sagt. Ich weiß nicht, Jessie hat gerade oder was getrunken, weil sie eure Leinen tut. Auf Kohle muss ich mir mal ein paar. Ich muss ja ein bisschen mehr Alkohol besorgen, ne? Wenn man so richtig besoffen will. Fängt ja mal an, so lustig dann zu leiden und so. Ja, Pommes, bestens, endlich zocken. Jetzt habe ich meine Ruhe, Arbeitsamt erledigt. Ah, ich habe schon eine Idee, was noch. Ich mache. Bis er am Wille kommt und was möchte. Wie, was soll ich möchten? Die kommen ja immer wieder. So, ja, das weiß ich. Das wissen wir alle. Bin auch wenn du träumst, kommst du. Haben sie denn den BBBB hier schnell davon? Haben sie sich denn schon beworben? Nein, Frau Müller, habe ich noch nicht besorgt. Werde ich noch machen. Einmal muss ich auch mal werden. Das tun, glaube ich. Wenn es dem Hund besser geht. Kann dauern erstmal über Jahre lang, also da geht aber das mal erstmal nicht, ne? Also nein, irgendwann will ich auch wieder arbeiten gehen, aber dann ich gehe nur auf Teilzeit arbeiten. Ich habe das aber abends schon gesagt, ich mache das darauf, was machen möchte, sonst breche ich es immer ab. Die waren damit nicht einverstanden. Das glaube ich. Hab gesagt, sie können jetzt Geld kürzen, wie sie wollen. Das Ding ist, die Ironie ja bei dieser Geschichte ist, und du wirst es ja eigentlich zu gut wissen, ist, dass deswegen schafft das auch ein Arno Dübel. Die kürzen der ein, zweimal das Geld, dann auch das dritte Mal kürzen sie das Geld, aber am dritten Mal geben sie dir wieder das volle Geld wieder, weil sie nicht weiter kürzen dürfen. Die streichen ja auch mal komplett das Geld. Achso, ja, stimmt. Die streichen dir auch einmal komplett das Geld. Haben wir es auch schon mal. Man kriegt davon solche Gutscheine, wo man damit in gewissen Läden einkaufen gehen kann. Ich kenne mich damit aus. Ja, aber ich meinte ja nur, sie dürfen dir nicht komplett alles verwehren. Ist halt so. Und ich arbeite halt hauptsächlich, worauf ich Lust habe. Weil wenn ich da mit null Bock drauf gehe auf die Arbeit, dann das lohnt sich nicht bei mir.
Ich muss Spaß an der Arbeit haben. Und da du ja nicht Spaß hast? Doch, na klar. Außer Pornos. Ich möchte ja alles machen. Genau, das ist geil. Das ist geil, da das war geil. Nein, nein, ich will ja als hier Dings arbeiten, also als hier... als oh, hier da. Oder halt hier... Ja, das hast du erzählt. Die Gesichter. Aber vielleicht solltest du umdisponieren zum Pornodarsteller. Da habe ich mich schon mal mich beworben. Ich sage, nein, sie sind zu professionell. Sie wollen mich nicht. Für immer qualifiziert. Deswegen, ja, also... Ja, ich bin auch zu überqualifiziert. Deswegen ja. Das Arbeitsamt weiß uns nicht zu schätzen, was wir da drauf haben. Das ist ein bisschen schade von denen. So, mal gucken, ob ich noch irgendwelche Lippen finde. Ich habe noch 3 Minuten 33, eigentlich bin ich schon fertig. Da geht man nach draußen aus der Mission. Ja, genau. Kannst du bei dir Erfolg werden. Ist ja toll, ja, wenn sie wäre, ne? Alle Leute kommen schon voraus. Das wäre ja schön. Das wäre easy. Nee, ich habe ja schon. Ich soll ja zu einer gewissen Gruppe gehen, die einem helfen, wieder zu arbeiten. Gruppe 6? Ja. Aber halt. Da wissen wir halt nie, was da für Leute wirklich sind, ne? Ich hatte mal gefragt wegen diesem Coaching, was Jörn erzählt hatte. Ja, sehr interessant, ja. Aber es geht so über 30 Tage. Irgendwie so. Und zweimal in der Woche Anwesenheitspflicht. Und dann erst in der Gruppe. Und dann heißt es irgendwie, du hast nochmal mit dem Coach alleine. Da geht es halt darum, wie du dich bewirbst und auftreten und halt um alles. Gesagt, das ist ja nicht schwer, sowas. Dann ja überlegen. Ja, dass ich nicht in der Nase popel beim Bewerbungsgespräch, das ist mir schon klar. Also, na klar, du, man muss die Leute anspucken. Man muss die Leute anspucken, das ist eine Form der hier Freundlichkeit. Immer schön anspucken. Ja, so wie in Japan, ne? Nee, weißt du nicht, wenn du ins Restaurant gehst in Japan, dass wenn du auf den Boden spuckst, dass das heißt, das Essen ist lecker in dem Restaurant? Irgendwie war das so. Ich guck nicht irgendwo in irgendwelche. Nein, ich auch nicht. Ich sag nur, dass es da so ist. Irgendwo hatte ich das mal gelesen. Eine Therapeutin hat gesagt, ich soll ja zur RPK gehen. Ja, das sagt mir jetzt alles natürlich. Und das ist eine Rehabilitation für psychisch kranke Menschen. Ah, okay. Genau, und er hat gesagt, okay. Er hat sich jetzt mal angeguckt. Weil ich halt schwer den Kontakt zu Menschen habe, irgendwie so. Soll ich mich da mal melden? Also die haben ja auch mal jetzt im Mai Takt auf eine Tür. Vielleicht ist das ja auch gar nicht so schlecht. Ja, vielleicht in der Halle. Obwohl, merkt ihr gerade die Ironie in sich? Ist das nicht eine Ironie? Was? Wenn es heißt, Tag der offenen Tür, werden da mehrere Menschen sein. Und wenn du gerade Angst hast von Kontakt mit mehreren Menschen, was ist das für eine Ironie? Nein, nee, sorry, sie ey. Hat da... Nein, sie hat dann gesagt, ich soll genau zur Tag der offenen Tür gehen. Die hat dann auch gesagt, ja, wir laufen irgendwann immer den Tag der offenen Tür. Ja, aber das heißt doch trotzdem, dass da meistens, wenn das so eine Veranstaltung ist, dann sind da immer mehrere Menschen. Ich glaube dann schon, wenn da mehrere Menschen sind. Ja eben, das ist doch da gerade mein Reden. Kann ich nicht mal einladen, ich würde nur beitreten da. Oh. Ich wollte gerade schon mal einladen. Ja, 32 Sekunden, ich bin noch nicht so weit. Ich kann das nicht beschleunigen. Nein, geht nicht. Da habe ich in 7 Minuten ganz umsonst gewartet, weil ich hatte den nicht ab 8 Minuten schon runter und unten schießen können. Ich weiß. Ja, ich kann das noch nicht beschleunigen hier. Was soll ich denn machen? Doch. Ach, geh raus. Du musst einfach auf ihr Dings klicken. Ja, auf ihr Vorspul musst du klicken. Dann geht das auch schneller. Ja, bestimmt. 4, 3, 2, 1. Abschuss! Hast du mich schon eingeladen, weil ich habe nichts bekommen? Geht nicht. Ich kann beitreten. Ja, tolle Wurst. Ich weiß nicht groß, weil ich habe schon ein tonweißes Zeug gebaut hier. Fallen nein, Ende. Sag ich doch auch nicht. Aber dann hast du jetzt ja komplett umsonst gewartet, weil es wieder nicht geht. Ich kann nicht schießen. Ja, wie soll ich denn sonst beitreten? Du bist ja auch privat. Beitreten.
Das wird ja nicht gehen. Aber beitreten. Long Dong Turas. Ja, es passt doch der Name, ne? Schießt einfach schon den Dings runter. Den Ballon, ohne mich zu fragen. Sondern wir haben noch nicht hier fertig mit Form. Wenn du mich nicht einladen kannst, dann muss ich jetzt alleine die Datenbeschaffung machen. Oder du kannst auch das Blut wieder warten, dann kannst du mir mal helfen. Oder kann da jemand nicht warten? Ist sie so interessant, die Mission, dass du sie nochmal machen willst? Klar, die ist so top. Das glaubst du gar nicht. Also nein, okay. Ich kann echt. Oder wo ist ein? Hättest du auch mal früher probieren. Ich kann nicht nur. Ich kann nur bald. Ich kann nicht einladen. Ich kann nur zutreten, flüstern und zutreten? Anzeigen. Was? Du willst mich treten? Klar. Ob soll ich hier beitreten? Hallo, ich bin gerade schon am Verteidigen. Nein, ich habe gedacht, vielleicht funktioniert das dann, wenn ich dich einlade und zurück einladen oder. Gerade hatte ich ja. Gerade hier am Kämpfen. Also mach ich die alleine, Mission. Okay. Ich verstehe. Lieber warten, nein, die Mission ist auch schwer. Auch. Meine Verteidiger, die schaffen es gerade so. Nochmal, da brauchst du wenigstens nichts machen. Ist es meine Basis und das war's. Soll ich jetzt ernsthaft warten auf dich? Aber das sind 7 Minuten, Turas. Ja, ich hab's ja, ne, das sind nur 6 Minuten, also... Ja, gut, okay, dann mache ich eben kurz eine Atlas-Mission. Ja, dann muss ich wieder warten, dann habe ich keine Lust zu warten, also... Kannst nicht das machen. Ist ein Teufelskreis jetzt. Du kannst das schon mal anhören, du musst nicht mal anfangen. Wie gesagt. Eine Atlas? Ich finde dich zu nix. Nee, ich meine die V-Box-Mission, kannst du schon starten, ich finde dich zu nix. Ja, wieso? Kann ich ja wirklich, wenn ich dich dann einladen kann, dann kannst du ja nachjoinen. Du hast mich ja noch schon eingeladen, also jetzt muss ja noch zählen, also... Glaube ich nicht wirklich. Rein theoretisch optisch spinnt Fortnite rum. Wie immer. Das ist nichts Neues. Ja, aber eigentlich dachte ich, die hätten das jetzt mal gefixt, wo sie das mit den Leuten auch gefixt haben, also hätten sie ja, mal machen können, ne? Die fixen alles. Das kennen wir ja von Fortnite, die fixen alles. Kein Fehler im Spiel. Genau, die fixen, genau. Da habe ich jetzt ein bisschen beleidigt, also... So? Da sollte dich jetzt Fortnite spannen, also dafür ist für so ein Spruch. So kann ja sein, das dass Spruch, der ein oder andere mit dabei ist, das weißt du ja nicht, was die privat also machen, ne? Vielleicht ja, gibt es noch einen zweiten Long Dong Silver. Aber erstmal so ein Spruch raushauen, dass ihr fix ist, also das ist nicht nett von dir. Hm. Die stecken dir so viel Arbeit nur für dich, damit du halt wieder spielen kannst. Und dann einfach runter. Das ist, sollten sie mal mehr in Battle Royale reinstecken, wollte ich schön sagen. Ja, das machen die ja schon, es ist nur für dich, weil die haben auf dich gehört. Gerade im Sister und schon patchen die was an Battle Royale. Das ist so schnell, machen die was. Ich habe das Gefühl, es wird immer schlimmer mit dem Bauch, ey. Zeit ist. Zu viel gegessen heute? Nein, tut es auch. Das ist auch schade von deinem Bauch. Nee, das ist schon eine kleine Mummel schon da, so schon gucken tut. Sowieso. Ey, Alter, ich hab noch nicht mal Zeit gehabt, die anzukriegen. Cool, ey. Ich muss sagen, die haben viel gepatcht, finde ich. Ah ja, findest du? Ich meine, im Gegenteil von ganz von früher, wo das wieder rauskam. Also, das kann ich nicht beurteilen. Gerade die Welt gab's ja schon mal für free. Dann haben sie es mal rausgemacht, dann kam es dann Kohle. Jeder Angriff der Sturmkreatur könnte die Daten beschädigen. Dieses Sprinten, was du gerade machen tust, kam mal diese gelbe Energie. Genau, wenn du sprinten tust. Wenn du einen Teddybär. Genau, wenn du einen Teddybär gesetzt hast und oder ein Turm oder irgendwas halt so irgendwas mit Metall, hast du sogar das Höck dafür füllt sogar dafür gebraucht. Also Metall und sowas. Ja. Ja, deswegen habe ich nie wirklich den ihr Dings gespielt, diesen Entdecker da. Ist das für ein Beschiss? Werden sich auch viele sich auch mal sich beschwert, deswegen. Ja, sicher. Kein Wunder.
Hätte mich auch beschwert. Ich finde es aber halt, aber gerecht, so dass die halt, dass man halt für bestimmte Metall braucht. Ja, ja, genau. Nein, auch für die Dingsätzen, die Basis, hast du auch dafür gebraucht, das Metall. Mhm. Das kann ich gar nicht mehr erinnern. Ich auch nicht, aber halt, ich habe mir da von damals mit ein paar Videos angeguckt gehabt. Das ist unglaublich, Kommandant. Ich fange ja nicht einfach so ein Spiel an, ich gucke mir schon ein paar was an. 10 Phase, wow. Diese müssen wir ignorieren, tot. Heute Abend werde ich dich ignorieren, wenn du irgendwann was fragen tust. Ich habe doch schon gesagt, ich wusste das nicht. Was soll ich denn noch mehr dazu sagen? Aber ja, ich rede, da quatsch, ich einfach dazwischen. Das ist egal, der Boss ist da. Schnell. Die Phase. Oh, da liegen Phase Kräuter. Und da hast du dich aufgehoben. Oh, Chelsea, was ist da los bei dir? Das ist nicht so schnell, ne? So aufheben. Nee. Was ist da los bei dir? Ich weiß, jetzt habe ich schon von dir schon mal was anderes erwartet, ne? Mhm. Auch bei den Jahren. Ich auch. Diese Dings, diese hier Holzwände, das sah doch komplett diesmal komplett damals hier komplett hier anders aus. Ja, ich glaube, das war doch schon die Äste und sowas. Battle Royale so, oder nicht? Halt mit hier Ästen und Zweigen sowas sah das alles aus. Nicht komplett so eine Wand, sondern. Ja, genau. Da kann ich mich noch erinnern. Ich nicht, ich habe mir nur darüber was angeguckt. Hört top. Ich hab mir das Spiel mitten in der Dings geholt, in der das so nachts. Ah ja, okay. Ich hab mir das angeguckt auf YouTube, irgendjemand, der es gesagt hatte, dachte, ah, sieht interessant aus. Kauf schon mal gleich gekauft und gezockt. Nämlich sie hatte das ja vorgespielt. Da hat aber keinen Bock drauf gehabt auf das Spiel. Man muss halt ein ziemlich schmackhaft machen, damit man es kauft. Da müsste ich auch, der spielt ja auch lieber andere Kategorien vorspielen. Genau, so wie ja, es ist, das eine Spiel da, das andere Spiel da nehme. Angeblich. Er hat ja auch eine Weile mit mir gespielt dann halt. Mit mir? Assassin's Creed? Nein. Nein, mit mir hier, das Spiel, Fortnite. Ach, okay. Ja, der braucht vielleicht mehr so die Abwechslung, keine Ahnung. Naja, gut, das hat wieder sehr viel hier das andere Spiel. Ark, ne? Fallout. Fallout, genau, stimmt. Ich wollte gerade auf das neue Update, was am Morgen oder halt die Woche jetzt kommen soll. Ein Ranzen kommt dann nach draußen. Und ein Rucksack. Mhm. Und eine Quest. Ist er fertig? Was hat er nicht gemacht? Ist da 0 Punkte überall? Jesse, schlimm. Stand einfach nur da. Ist fertig? Kann ich dich einladen oder was? Die Einladung muss ich noch zählen. Glaube ich nicht, weil es eine andere Mission ist. Ja, werden wir sehen. Bin ich mal gespannt. Also ich muss sagen, diesmal fand ich das Event nicht so wirklich toll bei Fortnite. Nee. Wie viele Events waren das? 2-3 Events, die diesmal aber alles auf hier einmal geklatscht, das war nicht so toll. Ja, da aber es war ja auch nicht viel davon mal abgesehen, finde ich jetzt. Ja, ja. Dort 2-3 Reihen, nochmal Quests, und das war's ja schon. Das hat man innerhalb von einem Tag schon. Durch, ja. Aber innerhalb von. Sagen wir mal, circa von ein paar Stunden, circa. Wenn man sich da so im Ziel dran hängt. Die 7 Tage können so schon mal bringen. Oder 7 Tage halt hier das aufhalten muss, die Toten. Keine Ahnung. Das war damals mein erstes Event. Ich bin jetzt hier. Ja.
So, Gruppe beitreten. Also wenn das jetzt funktioniert, ne? Alter. Das tatsächlich. Aber dann. Aber warum geht das bei mir nicht? Was für ein Beschiss, ey. Thoras kann's. Also musst du mal vorher, bevor du in den Quest reingehst, erst einladen. Wahrscheinlich. Man macht die Kratenwände statt die Pyramiden. Sicher. Ich werde hier auch mal ein bisschen kämpfen. Was willst du hier machen? Ein 40er. Und sowieso nur von zwei Seiten. Ich bin mal so hoch, ne? Also man muss auch bedenken, ich bin als Level 7 und hier Statistik. Mhm. Wir können ein bisschen mehr was beibringen über Fortnite. Ja, das stimmt allerdings. Okay, dann erklär mal mich mal so das Spiel. Wie funktioniert denn das Spiel überhaupt? Weiß nicht. Es ist einfach eigentlich. Was hilft dir gut gegen die Flammengegner? Also welche Blöcke? Dann so gut, jetzt kommt er wieder so, ey. Ne, ja, das ist Zirken, Alter, ich schotte ja gerade. Du kannst ja sagen. Was ist da gut, was ist da nicht so gut? Muss ich nicht. Was, ne? Dann halte mich da still. Warum? Ich dachte, du bist Profi drin, ne? Ja, ja. Ich muss ja nicht meine ganzen Geheimtipps verraten. Oder gegen diese ganzen gelben Gegner. Welche Wände darf man denn da ansprechen? Kannst du es mir das sagen, oder? Ja. Ja? Welche Wände darf man denn nicht bauen bei gelben Gegnern? Holz. Am besten nie Holz bauen. Okay, also das, was ich gerade gemacht habe, ist ein Fehler mit Holz. Ja? Ich baue jetzt die 71 auf und raus. Scheiße. Ja, genau. Pommes ist klar. Pommes hat dir das gerade erklärt. Das ist er. Einer, der sich jetzt mal mit dem Spiel auskennt. Das ist schön. Ey. Was, ey? Der Pathetik ist auch noch da. Nee, nicht deswegen. Hä? Was? Ich hatte einen Schrotflinten gesetzt, oder nicht? Ich muss die Erdtaschütterung loswerden. Ja, warum habe ich die Waffe wieder im Inventar? Was soll denn das? Machst du meine Verteidiger jedes Mal weg, oder was? Na wie denn? Ich kann den nicht wegmachen. Hör mal auf jetzt damit, Thoras, was soll das? Du machst dich selber weg, Gucker. Du willst dich verarschen jetzt, hör mal auf. Ich steh doch hier drüben rum. Guck, ich hab mich ganz weit weg. Du hast noch einen Verteidiger dahin geplaced, deswegen. Was ich? Du hast mal weggemacht, deswegen. Du schießt jetzt mal einen Ballon, oder was? Mach doch. Warte, hat nicht so eine hohe Reichweite, echt. Das geht. Das wundert mich, dass die Sworn eine höhere Reichweite hat als die Ratterreihe. Mach da einfach diesen, ey. Langsam zum Bauen. Das ist langsam zum Bauen. Nee. Ja, du brauchst Baumeister Pro, sagen viele. Sonst kann man das Spiel nicht. Nein, ich doch gar nicht. Ich meine, dass du einfach deinen Verteidiger hinstellst. Sehr ehrlich. Ja, klar. Was soll denn das? Der Lauch. Ne, besser als seine ganzen Verteidiger. Wenn die schießt. Ist so schwer die Mission, dass du das sogar halt so eine Bodensteine machen musst. Na klar. Du wirst dafür dich schon bedanken, falls du dann Boss kommt. Mit dir auf Heimverwundbarkeit. Ja, kann ja nur kurz vor einem Place, ne?
Umplässt denn du gerade so viele Bodenstacheln? Quatsch, sie. Keine Lust. So viel zu viel, was du hier machst. Ach, Jonas. Die Daten sehen gut aus. Sie kämpft mal, das. Ich finde gar nicht wirklich so gewohnt, dass mitten im Kampf von euch ist. Sieht ja nur, dass mein Verteidiger noch keine Kills macht. Richtig. Na, der Kirsch hat sich ja von dir die Seite, dass du keine Kills kriegst. Das macht nichts. Das schont meine Waffe. Warum? Du willst ja ewig haben, von daher. Ja, aber ich kann ja für so eine kleine Mission hier benutzen, das ist ja kein Problem. Doch. Das ist ja kein Problem. Ach, Paragraph 32. Ja, nee, ist das, was ich mache, auf Fortnite. Fortnite heißt ich ja, muss 130er Waffen nehmen, ne? Was? Deswegen ja. Und 130er fallen. Ja. Ich plötzlich gerade einen 130er Knache. Aber du hast ja genug effizienter und so. Ja, das hab ich. Du farmst immer so viel. Ne, die Effizienten hab ich wirklich viel von. Das reicht für mich. Ja, es ist ja auch meistens so, dass man mehr effizient hat, wenn man immer nur 106 hat, ne? Weil die Glatten, die gehen ja auch für die Fallen jedes Mal drauf, ne? Deswegen ja. Nein, was hat der da ist nicht mehr da. Was, der ist nicht mehr da? Du hast ihn kaputt gemacht? Was, Mensch? Ja. Ich hab den Zug so ist gut gebaut. Weißt du, ich muss kämpfen, weil dann heile ich mich hoch. Während des Kämpfens. Da ist aber kein Ninja. Was hat das damit zu tun? Ich hab Wildnis Spezialist Jonas hier drin. Er regelt. Also sagst du, wir können jetzt auch in den Twin Peaks machen und das regelt da. Nein. Jonesy. Jonesy? Ne, da nicht. Dafür ist mein Entdecker zu schwach. Mensch, Thoras, wenn du dich mit dem Spiel nicht auskennst, ich erkläre dir das. Ist gar kein Problem. Deswegen sagst du, du musst das Spiel schnell erklären. Deswegen ja, also wenn der Jonesy so gut hochhält, kannst du ja glaube mal in Twin Peaks mal mit mir jetzt eine 128er machen. Nee, dafür hat der Entdecker nicht genug Grundkondition. Na klar, ich habe auch schon mit meinem Entdecker eine 128er gemacht und ich habe mich auch auf Dorf schnell hochgeholt. Ja, aber nicht so wie ich mein, da ich mein auf den Teddy geskillt habe, meiner dafür nicht geeignet, Thomas. Ich habe meinen auf den Turm geskillt. Siehst du? Auf diesen Schockturm. Und ich habe noch als hier Fisch, als Dingsfähigkeiten, damit dir meine Heilung noch höher ist. Also die erhöhte Heilung. Weil der Energie halt nichts aushält. Da den pusten sie kurz mal an, der ist schon tot. Richtig. Da hast du ja trotzdem schon ein bisschen Fortnite gespielt, Thomas, ne? Ja, also Entdecker, da hatten wir, das hast du mir empfohlen, mal so zu spielen. Wegen Teddy und sowas. Der hat die schönen Laseraugen. Er macht Augen. Oha. Als ob ich jemals mit Teddy spielen würde. Ich lach jetzt, ne? Er ist nicht fein verwundbar. Da hätte ich jetzt aber echt gelacht. Also, lösen. Da hätte ich jetzt echt gelacht, wenn du diese. Was hat denn der Tora? Arschloch, ey! Er hat nur gewartet, ja, lässt mich den Boss alleine machen, ne? Ja klar, ich hab den gerade. Hab gesehen, okay, der hat noch die Hälfte von Leben, schnell zurück, schnell zu dir und schnell genutzt snacken. Das hast du mir auch beigebracht, schnell zu. Ja, ja. Nur einfach hinten warten, bis der Boss kommt und dann schnell das klauen. Du hast es mir auch beigebracht, das Spiel. Ja, klauen. Das Spiel besteht nicht aus klauen.
Also habe ich das beigebracht, dass du bei den Randoms klauen musst. Nicht bei mir. Naja, das wirkt mir. Noch kein Random. Ja, manchmal schon. Ja, wenn du noch rot bist. Ich weiß nicht, wer zum Töten kommt. Wieso? Ich hab drüben ein Tanny aufgestellt. Ja, ich hab überall zwei Thronen gesetzt, auf der linken und auf der rechten. Ja, trotzdem mache ich Kills hier. Lauf ja am Rand dann, zum Teil. Ja. Pass. Fassi, Fassi. So, wollen wir jetzt da Krone spielen? Der Pommes wird halt auch mitspielen, zum Mal zu viert. Schöne Runde. Ja, klar. Ich will erstmal meine Innendekoration machen. Na, außerdem müssen wir auch noch den Fahrstuhl mal ordentlich vernünftig machen, ne? Welchen Fahrstuhl? Als hölzernen Fahrstuhl nach unten haben. Nein, wir ich will keinen Fahrstuhl haben. Ich möchte eine vernünftige Treppe haben. Also, wie so ein Zickzack Pullwutz, wo ich immer runterfall. Da braucht man aber einen Zickzack. Sonst ist die Treppe zu groß und sieht komisch aus. Ja, dann bau den anders mit was weiß ich was für hunderte Treppengeländer. Oder? Na, da baue ich die halt mit meinem Paket. Ja, kannst du ja machen. Hauptsache man fällt da nicht mehr so blöd runter. Weil das stört echt. Also baue ich das Ganze, aber oben muss bleiben, weil sonst sieht das komisch aus, wenn oben plötzlich hier Mindset ist. Ja, kannst du machen. So. Da brauche ich halt noch, genau, und dann mache ich halt unten. Und unten wollte ich immer neu umbauen, weil wir jetzt halt bald die Verteidiger placen. Überall. Pommes! Bei Fuß. Nein. Was haben wir gesagt? Klar, gedacht hast du das. Nein. Die beiden sind nur immer die beiden, das ist schlimm. Thoras möchte, dass du mitspielst. Alle können ruhig mitspielen. Nee, die ganze Welt nicht. Der Messi ist ja eh draußen, weil er... Man hat 6 Jahre Anstalt, ey. Ja klar. Weil der Boss gekommen wäre. Vor allem, weil deine Basis auch nicht einfriert, ne? Als 40er Gegner braucht man das unbedingt, ja? Klar. Ich wollte beide sogar noch höher. Ah ja, damit die manche noch hinspielen, echt noch wenig damit, ne? Pommes hat einfach wieder keine Lust. Oh, Pommes. So eine Ausrede. Na, Thomas möchte das ja auch mal, ne? Er möchte euch alle fertig machen, immer. Weißt du, das ist genau der Punkt. Er möchte eigentlich nur, dass ihr mitspielt bei Conan, damit er so euch als Viehtreiber nimmt. So, geht mal farm jetzt, ich brauch dies, ich brauch das und so. Ja, das ich muss ja das machen und so. Diese, guck mal, wie er lacht. Wie sich hinterhält, 31er mäßig, ne? Alles klar. So ist er. Das ist, hat er schon alles im Vorwege mir erzählt. Den Adrian. Ja, du kannst den Satz nicht mal zu Ende bringen, ohne zu lachen, ne? Das ist noch nicht so gelogen jetzt. Was muss ich? Ne? Die Anzüge aus Spanien vor die Kutsche. Ach, glaube ich da doch nicht, da wirklich da so unten. Was? Nee, tu die. Zu diesen RPK. Warum nicht? Könnte interessant sein. Nein, da muss ich aus meiner Wohnung nach draußen für Monate. Wieso? Achso, wenn der zu wäre, bist so. Oh, ich kann das nicht aussprechen. Ach ja, genau. Dann kommst du in so eine Institution wahrscheinlich, ne? Genau, und da hab ich mein eigenes Dingszimmer dann. Sieht eigentlich sehr hübsch aus. Hübscher als meine Wohnung. Ja, aber er will nicht. Ah, okay. Nein. Ja, aber das Ding ist, aber das verstehen die, warum stecken die sich dann in eine Institution, wenn das für dich fremde Wände sind, dann ist es ja noch schlimmer eigentlich. Das steht da Wissenswertdauer 9 bis 18 Monate. Die Supermiss ist da bei Conan komplett raus. Aha. Okay. Naja, ich dachte, wir reden von Conan. Du meinst jetzt Fortnite oder was? Weil Thoras, ich mache mal noch ein, zwei Missionen, bis Andreas da ist, ne? Andreas ist schon da, da wartet sie ganz schon auf für Conan. Genau, ist gelogen. Ich weiß ja, auch nicht, für eine Stunde 11 habe ich doch gerade mal gespielt. Lass mich doch mal wenigstens die 2 Stunden voll machen.
Er hat 20 Uhr zu mir geschrieben. Ich glaube, du erzählst noch. Du willst nur, dass ich offline gehe und dann sehe, aha, Andrea ist trotzdem nicht da. Lass schon mal Conan anfangen. Ist ja nicht so schlimm, du hast ja gerade eh nicht viel beendet. Deswegen ja. Da kann man schon mal. Da kann ich schon mal meine Treppe schon mal bauen. Du hörst einen Snippet drin. Du ja, brauchst so, dass ich keine zwei PlayStation hätte, sonst hättest du jetzt schon anfangen können. Entschuldi, warum bist du jetzt schon wieder? Du warst doch gerade draußen. Die Gärtner waren schon wieder nicht da. Der Rasen ist schon so hoch, wie Tudi ist. Die geht da gerade so durch. Das sind alles faule Schweine oder was weiß ich was. Die werden wahrscheinlich nicht dafür bezahlt, dass sie so aufkommen. Boah, das ist lange zum Arbeiten. Diese RBK. 60 Arbeitstage, Montag bis Freitag, 8 bis 15 Uhr. Wo würdest du denn da hinkommen? Außerhalb oder was? Also nicht bei dir in der Nähe, ne? Gib dich mal, ich muss ja Freitag um 11 meine Folge hochladen, also. Ich muss Freitags reinnehmen, ne? YouTube ist wichtiger. Ja. Ich will es ja auch mal ja eben hier, das hier beruflich machen. Ach, Pommes, wieso? Das Spiel ist doch nicht schlecht. Ach, deswegen bist du nicht mehr so oft da im Stream? Weil du keinen Bock hast, Conan zu gucken? Aber wir unterhalten dich doch, oder nicht? Und außerdem kann ich auch essen, wenn du möchtest. Vielleicht schiebe ich nochmal ab. Ich in mich hinein heute Abend. Das klingt so. Ja, war schlecht, ich weiß. Ihr braucht auch alle nicht machen. Macht nichts. Ja, Tudi, du hast heute schon genug gekriegt. Alter, Holger hat dich gefüttert schon, oder? Oh, wir haben gut gelacht vorhin, Pommes. Bei Conan. Und genau dann, wo Abgematzt reinkam, ging es wieder um sexuellen Content. Also immer so, ne? Ach, das ist immer so. Guck mal, wie Thoras sich schon wieder schleicht. Ich lese mir gerade dieses Ding da durch. Mhm. Hast du dich mal informiert jetzt über den Rest? Was war das? Das sind... Ach nee, eigentlich wollten wir ja nicht weiter wissen. Wie viele Bosse haben wir jetzt überhaupt noch zu machen? Ach so, das mit dem Kopf, ne? Das kann, ist das aber. Also, ich soll das noch gucken. Aber eigentlich ist das doch wahrscheinlich auf jedem Elefanten zu machen, oder nicht? Ich meine, wir haben da eine ganze Wüste voll, ist, ne? Geht da auch nicht irgendwie eigentlich ja, Krokodil ist nicht so groß. Nee, da stand Elefant. Ja, Krokodil wäre einfach, glaube ich. Also. Gibt es auch bestimmt safe einen Trick und so. Ja, warte, ich guck mal ein Video an. Ich weiß noch, wie Tour aus beschäftigen kann. Das ist unglaublich, Kommandant. Ja, wir könnten. Ja gut, wir müssen. Wir können ja ein bisschen halt hier noch den Andreas ein bisschen helfen für die Trophäen. Ja, kannst du ja gerne machen. Mit dem, ich weiß nicht, ob Andreas so scharf drauf ist. Punkt 1 und Punkt 2. Ich wollte erstmal ein bisschen bauen, ne? Danach können wir gerne irgendwelche Bosse besiegen, wenn ihr Lust habt. Der Turm des Elefanten. Ich möchte meine Ruhe haben. Ich möchte endlich mal in Ruhe bauen. Kommen wir aber nicht dazu. Vielen Dank nochmal für deine Hilfe und bis bald. Jo, ich müde mich kurz, ja. Damit ich mich angucken kann. Ich bin in einer Stadt hier. Das wird aber schwierig. Ach, ist schon lustig. Ach genau, Thoras wollte sich informieren wegen der Nacktheit auf Conan. Ob es jetzt erlaubt ist oder nicht. Wenn nicht, wäre es tierisch lustig. Aber gut, nach einer Zeit lang wäre es auch langweilig. Also so spannend ist es nicht. Aber dann könnt ihr mal von Thoras den kleinen Loris sehen, den er da gemacht hat an seiner Figur. Er wollte nicht so einen Riesendödel haben, der mit im Wind schwingt. Oh, Tudi, du Stinkmaschine. Faser, ja? Boah, das hat sie mir noch nicht genommen. Dann nehme ich die. Das wird schon da komisch angezeigt hier, oder was? Den Überlebenden?
Gib mir die Lupe. Warum sind so viele so zu finden? Wir haben doch überlegenen Retten noch nicht. Einartig, ja. Warum? Ist die Frage. Statt sie mal wegrennt, ne? Nein, sie muss mal reinrennen. Auschmatz? Was sagst du? Komm her! Na? Ja, komm her. Hast du was gegessen? Nein. Ah, nee, hast du nicht. Na, mein feines Mäuschen. Leg dich doch in. Nein, das ist nicht die Zitronenrolle, ist nicht für dich. Sag mal. Was für ein Blödsinn, Alter. Was für ein Blödsinn? Wie? Man kann, also, wenn ich auf die drauf springe, auf den Kopf drauf. Und nicht komplett hier voll mache. Überlastet, also nicht ja. Komplett hier, genau, dann knallst du zusammen und bist tot. Also laut dem Video. Aber was hat das mit dem Elefanten zu tun? Halt bestimmt auch wie so ein Spruch, denk ich mal. Das ist aber idiotisch, das ist ja easy dann. Ach, also, das ist das nicht vielleicht die Trophäe, die du schon bekommen hast? Ah ne, oder? Hat nicht funktioniert da. Es ist am 16.01.2019, also noch ziemlich aktuell. Na gut, halt am Anfang des Jahres. Mhm. Aber trotzdem noch ziemlich aktuell, das Video. Da muss ja was, da muss aber was dran sein. Weil so schnell gepatcht habe ich es gewöhnt nicht. Weißt du ja nicht. Es gab ja jetzt ein Update. Mal, wir können es einfach versuchen, ja klar. Wie machst du das ja erst? Ja, ist egal, ja, man kann ja die Klamotten ausziehen und alles, ist egal. Mäuschen, was ist denn los? Was ist los, mein Mäuschen? Ich kann jetzt noch nicht stundenlang knurren, ey. Was stellst du dir vor? Hm. Also auch komisch, ne, dass die Deutschen viel zu faul sind, irgendwelche guten informativen Videos rauszubringen. Und die Englischsprachigen, die hauen ein gutes Video nach dem anderen raus. Das ist wohl wahr. Wenn man irgendwas nachsuchen muss, ne? Dann sind immer die auf Englisch auf jeden Fall da. Und mit Glück kriegst du dann ein deutsches Video. Das ist echt so, ne? Wir müssen mehr Tutorials irgendwie auf den Markt bringen. Aber ich glaube, Thomas, es machen so wenig Tutorials, weil die nicht so. Du kriegst nicht so viele Klicks drauf. Guck dir doch mal Nilsson an. Der macht super Tutorials, was das Streaming betrifft. Er hat trotzdem wenig Klicks drauf. Oder zu wenig. Finde ich jetzt so. Das, was er macht. Heul doch nicht so laut. Ich brauche Hilfe. Da sind fünf Menschen gerade jetzt. Und du kommst gerade schon irgendwie hinterher. Was? Hast du eine Lücke, siehst du, ne? Jetzt war so spät, ich habe schon zwei gemacht. Mir fehlen noch zwei Stück, vielleicht finde ich auch irgendwo welche. In zweiter Stadt, aber ich gebe irgendwie auch. Mehr böse Jungs im Anmarsch. Das haben wir halt immer, ne? Noch so ein Video. Ach, Pommes. Pommes, was zockst du denn jetzt gerade aktuell? Conan. Wir müssen ein Conan-Spiel in der Welt. In der hat der Welt, er ne? Doch gerade gesagt, dass Conan absolut nicht seins ist. Ich finde, du hast ganz schön Dreck da im Auge. Mensch, das besteht nur noch aus Dings. Conan. Ah ja, du zockst gerade Fortnite. Kann man nichts sagen jetzt gerade? Ach nein, Mäuschen, guck mich doch nicht so. Wir haben doch heute Morgen schon ein bisschen geknallt und so. Wenn ich dauerknallt. Ich weiß, was man willst da. Was? Hallo Kitty? Hallo Kitty?
Aber es ist auf Hello Kitty. Ich verstehe gerade nur noch Bahnhof. Kann ich jetzt irgendwie nicht folgen oder? Oh, hier sind zwei. Oh. So, ich bin schon wartet. Ah, hier nicht noch gerade eine? Ja, die Priesterin müssen wir auch noch töten halt. Ja. Da kriegt man neue Klamotten noch raus. Das ist eigentlich sehr hübsch. Hübsches Kleid. Mhm. Oh, gerade noch eine Quest. So machen. Mach ich auch. Na klar. So, mir fehlt noch ein Brot-Pantank und zwei Feuerwehrfahrzeuge. Ich guck dann. Wir sind ja sowieso gleich fertig schon mit der Mission. Mal, ich habe jetzt zwei Überlebende, da sind schon 14, da fehlt nur noch einer. Ich guck jetzt mal bei den einen Typen nach, wie er Solo die ganzen Trophäen gemacht hat. Achso, Thoras, wie waren das jetzt eigentlich mit der Nacktheit? Also es gibt viele YouTuber auf YouTube, die halt mal nackte Haut sieht. Hast du mal auf die Tags geachtet, auf irgendwas, was da drin steht? Wo tun denn die Text stehen? Oder Beschreibung oder sowas, irgendwas mit FSK. Weil der Mero Rotz Spielwiese macht dauerhaft hier fast der D-Nackt. Hm. Muss ich mir mal angucken. Auf Pause das Video. Gold und Silber, effektiv haben, aber brauchen wir eigentlich nur nicht. Nee. Ja, das so. Was ist denn los? Mehr Anzeigen. Du bist so besetzt, blablabla. So klar. Judy, was ist denn? Boah, jetzt hätte ich nochmal die ganze. Geh hier, Schichter. Ihr wurdet verbannt und ans Kreuz genagelt. Und damit nicht genug ist, ihr wurdet mitten in der Wüste an ein Kreuz im Nirgendwo genagelt. Da hat sich wieder hochgeholt. Hast du es gerade mitbekommen? Er hat es zweimal gesagt. Einzig ein Asgard leistet euch noch Gesellschaft, bis ein Mann auftaucht. Das war Conan, aber pst. Verwendete. Die doch hinter dir. Aha. Die hat eigentlich nicht hingeschrieben. Also müssen sich das nirgendwo. Oh. Doch, da. Mach doch nicht diesen Judy jetzt, was ist denn los? Judy guckt mich so traurig an, ich weiß auch nicht. Nimm dich doch hin. Ja. Was ist denn los? Ich glaube, ein bisschen ein älterer Herr. Er wiederholt es ziemlich oft hier, dass er auf sehr große Dinge steht. Möpse? Bubis. Ja. Und deswegen wird das nackt gezeigt, oder was? Nein, aber also ich hätte nur halt Hashtag hier Conan, hier Exiles, Hashtag Let's Play und Hashtag hier. Da all die Dings, alle Dings, waren tot. Also sonst steht da nichts. Ich bin auch gerade gucken, ich suche gerade ein Video, wo man die Figuren abzieht, kurz bei denen. Beweg deine Figur hin und wieder, weil du so lange AFK stehst. Das ich will schon mal bewegen. Aber ich schaffe nicht, es dann doch auf diesen hier Dings einzustellen, dass man nackt ist. Wieso? Von Anfang an kannst du doch eigentlich. Habe ich auch gemacht. Aber nach ungefähr, wo ich halt zum fünften oder zum sechsten Mal mich eingeloggt habe, stand, war ich dann nicht mehr nackt. Kann das vielleicht sein, dass wenn du jeden Tag reingehst in den Server, dass du das nochmal einstellen musst? Ich glaube nicht, weil ich schätze aber da ein. Ich mache nicht der komplette Nackt, sondern nur immer dieses eben hier, wo ich schon halbnackt bin. Also zur Hälfte. Weiß nicht, wäre jetzt nur so eine Idee gewesen. Keine Ahnung. Sag mal, hast du eigentlich enthülle die Karte-Trophäe schon? Keine Ahnung. Mal gucken. Ich hab da nicht wirklich drauf. In der Meinung, die hast du schon eigentlich fertig.
Wirklich nicht. Herausforderungen. Weltenerforschung, ich bin bei 66%. Okay. Da heißt hier Mar-e-Rotz Spielwiese heißt der. Da hat sie oft hier irgendwelche. Ich habe auch bei anderen schon gesehen, dass der vorhin habe ich schon mehr Video geguckt, wo die auf dem PvP-Server waren. Da hatten wir auch den Dödel an der Wand liegen und nach links unten noch Restbomben sehen. Ja, wollte ich gerade sagen, wenn das irgendjemand livestreamt, kannst du mal gucken auf Ja. Twitch. Wenn jemand Livestream macht auf Conan, Twitch, mit PvP, Ohne dann Schrotz. ist ja immer Nacktheit mit drin. Ah ne, obwohl, das kannst du auch einstellen, rein Twitch. Nee, was auf dem Server eingestellt ist, ist besser drauf. Wir können jetzt keine Nachtzeit mehr bei uns einstellen. Bei uns ist so ein. Da Da müssen brauchen wir wir einfach auch nur gar den nicht Server drüber auf. reden. Dann ist es auch egal. Was einmal schon aktiv ist, das bleibt auch aktiv. Ja gut, dann ist es eh erledigt. Weil. Steht auch auf. Auch bei den hier Deichselungen da. Wenn auf den Server schon automatisch schon zurücksteht, also halt auf ja nicht nackt, wird man auch nicht mehr nackt. Kannst als einstellen, wie du willst. Das ist ja doof. Aber mir ist auch so, ne? Ich war ungefähr war ich halt nackt. Und dann beim vierten oder fünften Mal war ich halt mal nackt. Das ist ja eigenartig. Also eigentlich dürfte das ja nicht Also viel hat passieren. man. So viel hat man auch nichts davon, dass man manchmal nervt das auch. Ich Ich würde halt genau glaube eigentlich, dass testen, es auch das klappt halt. eine Gewöhnungssache ist. Also ich glaube, wenn du da die ganze Zeit hinguckst, dann ist es sowieso immer nur interessant. Vielleicht am Anfang Was ganz damit witzig, schön. aber. Ja, aber wir hatten bestimmt noch keine Brüste gesehen oder noch keine Düte Ich gesehen. nicht. Ist mal. Hallo? Ja, wenn du dich sauber machen und dich du hast dich selbst mal gesehen, also bitte. Das weißt du ja nicht. Ob ich mich schon im Spiegel angeguckt habe. Als ob du dich nie wirklich ja, sauber machst, du wirklich, also Doch, aber vielleicht habe ich keinen Spiegel im Bad. ja, trotzdem sieht man das da, wenn man sich also einfach Ja, einfach nur bäh. Sag mal. wer weiß, wie verkalkt das ist und schmutzig alles ist, wenn du Du das nicht mich sauber auch. machst. Es gibt auch so einen Typ, der war mal im Fernsehen. Der hat sich angeblich jahrelang nicht gewaschen. Das muss doch Angeblich. riechen und Keine Ahnung, der hat den Bart bis zum Getno, der sah auch natürlich nicht so ganz gepflegt aus, aber ich hätte es mir auch schon schlimmer vorgestellt, eigentlich. Alter, keine Suppen hier, nicht eine. Gut. Na dann. ich wasche mich ja meistens ein, zweimal pro Tag. Ich gerade Bock drauf habe. Oder wie es draußen gerade das Dingswetter ist. Wasch Aber mich wenn es natürlich ultra heiß ist, zehnmal. dann. Alles klar. Jede Region einzeln und partiell bis in jede Lücke. Alles klar. Ich will mich aber meistens früh und auch meistens zum Nein, Abendessen nur Musik noch voll spielt, drauf. Pommes. Ich sehe es aber nicht. Bist du nicht immer im Offline-Modus? War das nicht so? Ich weiß ja jetzt, wie du heißt, und ich weiß, dass wir uns auch schon geerdet hatten, Pommes. Jetzt haust du, obwohl ich dich ein bisschen streichel, Toni, oder was? Oder weil du vielleicht schon wieder gefurzt hast? Wer macht denn das bitte schon nur nicht? Ja, aber der Hund furzt ja dauerhaft, also irgendwann. Ach, das Essen. Aber der Schiss ist Warum normal, macht? also. Ja, von Holger. Ja, meine ich doch. Ist wie Ali, da weiß man auch mal nicht. Ist er online? Ist er nicht online? Immer Offline-Modus. Oh. Bei mir weiß man nicht, bin ich gerade an der PlayStation oder bin ich gerade nicht an der PlayStation, Ja gut, weil ich das ist auf ja nicht Online ganz so bin. schlimm, aber Ali sagt zum Beispiel, das ist auch wieder so ein Durcheinander, Herr Ali, weil er sagt ja immer, er ist im Offline-Modus, damit er nicht so gestalkt wird an Einladung. Aber er sagt dieses Mal, ich soll ihn in die Party einladen, egal ob er offline ist oder nicht. Also kriegt er auch eine Einladung. Ist wieder. Ja, das sind aber Versteht man die nicht. anderen halt, die. Ich weiß nicht, wie viele Freunde er hat auf der PlayStation. Oh, mehrere habe ich Meine gar nicht. Tabasse hat.
Was? Mehrere habe ich gehört. Deswegen, aber wenn der Torweißer hat, ist klar, dann halt, dass ich den auch jetzt allein. Bisschen hier Destiny, irgendwie Raid oder sowas. Oder wenn Spieler auch immer erst oft spielt. Naja, das hier Rainbow Six hab ich vor ein paar Tagen nach unten, also nach unten geschmissen. Das Spiel hat mich so an sich eigentlich noch nicht so gejuckt. Ich hab sie nur kurz wegen Freund so zum Zocken, aber da mich schon von der Freundschaftsliste geschmissen hat, weg damit in das Spiel. Ja. Ein Freund von mir hat mich auch noch umgeschmissen. Den schon seit ich schon Jahren kenne. Na, ich bin gleich wieder da. Wie macht man eigentlich ein Abo über die Handy-App? Verstehe ich jedes Mal nicht. Handy-App ist sowas von bescheuert. Meint jetzt Kronen Pommes oder? Na gut, okay. Also ich kann das auch verstehen, wenn man jetzt ein Spiel zu hart durchgesucht hat. Und nur weil das irgendwelche Leute später so spielen, heißt es nicht, dass man das ja nochmal spielen muss. Das ist ja auch in der Tat so. Gleich geht's los. Nur noch 30 Sekunden. Nur noch 30 Sekunden. Mehr Kugeln. Nochmal ein paar Fahrsäge. Du hast sie mir geklaut entfunden. Welche Küche? Hallo? Na, Kermit? Oh, Kermit. Wenn mir ja nicht sagen willst, wer das sonst ist. Donald Duck? Ich hab mir gerade noch einen Tee gemacht. Wie? Entschuldigung, Tee? Genau. Ist eklig. Was? Entschuldigung, Tee? Ja, nicht meins. Gespannt, ob der Lavendel dieses Jahr gut kommt. Eines ist nur ein Strauch. Dann ist richtiger Busch geworden. Der wächst da nicht so gut auf der Ecke, warum auch immer. Da wächst gar nichts auf dieser Ecke. Irgendwie ist sie tot. So, eine noch, weil es so schön ist. Aber wir können mal gucken. Danke zur Krone. Ja. Spannend. Nee, ja, das schon mal damals erstmal ein bisschen am Brot. Ich würde auch während des Streams, Thomas. Stimmt, ja, man kennt es ja von dir. Ne, ich wollte gar nicht suchen. Also auf Brutal gibt's nichts. Hey, doch, hier ist doch noch eine. Nee, die hat man gemacht. Du musst vielleicht noch mal eine Köche machen. Das ist krass, nicht, ja. Und ich? Du hast es gerade. Nee. Bei mir kann man es sehen, bei dir nicht.
Ja, ich habe auch gerade in der Kamera an. Als wenn. Ja, nur siehst du es nicht. Ja, ja. Ich habe eine PlayStation-Kamera zu Hause und die liegt sogar da vorne auf dem Schrank. Hast du nicht wirklich? Ich glaube, ich eine Kamera. Könnte das passieren, Thomas? Die gab es damals mit dazu. Da spielt er den. Oh, das ist jetzt wieder diesen. Da war nicht so viel für die Puppe da. Ich habe da ein paar ins hochgeklebt. Was soll das? Putti, weil ich dir deinen Hintern streiche, musst du furzen die ganze Zeit. Putti? Nein, ey. Ach ja. Oh, das ist eigentlich schön in Steinwald. Hier ist die Musik schön. Fortnite-Musik. Halte dich für eine wichtige Wetterwarnung bereit. Da geht's weiter fremd. Wer geht fremd? Und du? Wieso? Da sagst du, du findest von hier Krone die Musik schön. Ist von Fortnite. Ja, beide. Kann man ja auch beide schön finden. Man hat schon ein bisschen so wirklich so treu, ne? Nee. Das ist auch schon so ein Kerl. Ja, ich kann auch zwei Keller schön finden. Ja, kann man auch. Schön finden ist ja eine andere Sache, ne? Man kann auch mit Machern zusammen sein, ne? Ist auch nicht so ein Ding für dich. Ja, gibt's auch Leute, die machen das. Ich zwar nicht, aber gut. Die ausreden. So, selbst wenn, dann ist das doch meine Entscheidung. Wenn ich Bock habe auf Multi. Männer, die haben 10 Frauen, also bitte dich, was daran ist schlimm. Ja, solltest du machen, wie er will. Wer weiß, wie viele du Frauen hast, ne? Thomas? Na, eine, die putzt, wieder. Eine, die kocht. Ja, siehst du? Oh Mann, ich bin schon wieder in den Tod gestürzt. Du bist doch okay, gut. Was wo? Ich bin schon weitergelaufen. Ich bin gerade ein bisschen am Farmen. Ja. Ich in den Tod gestürzt bin. Mal wieder. Möchtest du jemanden mit jemandem quatschen? Hey. Geht's gerade nur noch gut oder was ist da los bei dir? Komischerweise dauert das jetzt wirklich lange, dass man den anklicken kann. Wirklich, deswegen tue ich nicht gerne die Menschen retten. Hä, aber das ist doch eigentlich nicht so. Die feiern sich erstmal. Haha, guck mich an, du verschwendest gerade ein bisschen Zeit. Ne. Du bist spät da rein. Aber echt ein bisschen komisch. Wirklich, ja. Deswegen gehe ich da bei hier spiele mit anderen zusammen und die machen das dann. Ich weiß, es ist viel verlangt. Ich kann ohne nicht weg. Suche den Standort. Das ist immerhin 10 Regentropfen, ne? Ah, ist krass. 5 meine ich. Entschuldigung. Was noch? Also, das ist schöner. 5 ist ewig viel schöner als 10. Also, wenn was, wenn da 1 geben wird oder gar keins. Mhm. Das ist der nächste Fall, ich schaffe da aber jetzt weiter. Solange du sie nicht sterben lässt? Nicht klar, wenn der halt sich nicht retten lässt, halt ist nicht mein Problem. Da kann ich die Mission auch alleine machen, echt. Warum? Das habe ich doch schon vorher gesagt.
Ja, dann geh doch raus. Statt dass du da die ganzen sterben lässt. Überlebender in Gefahr. Ich bin ja gerade bei meinem Überleben. Ich kann nicht überall sein. Ich kann ja nicht hinterherlaufen die ganze Zeit. Warum nicht? Nicht so meine Aufgabe. Die Fahrzeuge halten aber auch ein bisschen viel weniger aus, ne? Ja, es geht eigentlich. Mein Fahrzeug ist schon unter Kleider weg. Den Männer haben so von uns kaputt gemacht. Also wir haben jetzt gepatcht, wo dieser explosive Tod an, immer darauf aktiv war. Wo du gar keine ja, Chance hattest, die Menschen zu retten. Ja. Da haben die auch, da haben auch viele damit aufgehört, dann, die Menschen zu retten. Bei explosive Tod. Das ist echt nur, ja, das ist eine Chance. Wir sind schon Menschen erwartet. Magnus der Eroberer. Der nächste im Kino. Mit dem Sound, das wäre immer unterschiedlich, aber das ist echt von Welt zu Welt. Ich glaube, das macht den Steinwald nur, damit du noch so ein bisschen die Battle Royale Feeling drin hast, für die Leute, die von Battle Royale kommen. Das System ist das bei Fortnite. Ne? Komm schnell. Komm mal schon. Überlebender in Gefahr. Jeder war an den Tannen vorbeigelaufen, bist schon krass von dir. Ja. Echt, ne? Mit diesem Glitch, wo du diesen Teleporter in den Bus reinmachen konntest, so was das war, dann hatten sie auch wieder weggemacht. Mhm. Haben ja auch sehr viele benutzt im Glitch. Wie meinst du jetzt? Und man konnte doch den Bus austricksen, man konnte dieses Ding da auf den oben hinbauen und wenn der Teleporter genau auf dieses Ding drauf gefallen ist. Mhm. Genau auf die Motorhaube drauf, haben die ganzen Zombies den Bus nicht mehr halt hier im Tier angekriegt. Hab ich was verpasst? Das hab ich gar nicht mitgekriegt. Okay. Das war vor Ewigkeiten. Mhm. Auf Fortnite jetzt, ne? Ja, auf Fortnite, ja. Ich und Michi hatten es auch wieder versucht, den Glitch, aber haben es nicht hingekriegt. Der Messi hat es auch gesehen, da war mit bei jemandem halt per Zufall mit drin halt hier. Mhm. Und da hat er mir auch gesagt. Das wusste ich echt nicht, okay. Keine Ahnung, das, sowas passiert ja immer wieder per Zufall, wie Glitches. Mitches. Ja, wie kommt ihr denn drauf, erstmal einen Teleporter oben Gruppe zu bauen, über die solche Motorhaube? Und das Ding adapt zu bauen, dass das Ding nach unten fällt. Keine Ahnung. Also ich war da nicht zurückgekommen. Naja, auch nicht, aber das wird wahrscheinlich durch Zufall passiert sein.
Nehmen wir an. Du bist der Beste. Wir brauchen mehr von deiner Sorte. Da so viel Küchenwissen wieder gemacht, ne? Nuppt. Nuppt oder nicht, das ist schon, ey. Scheiße. Okay, ich bin noch dran. Ich schneide mal lieber das, was ich sagen wollte. Ja, besser ist. Ich schmeiß mich jetzt noch raus. Da panzt du mich wieder. Du kleine Jessica. Warum nicht groß? Du bist nicht so groß wie ich, von der Herr Klein. Viele sind inzwischen kleiner als ich. Weil ich so andere. Warum? Ich will nicht angeben. Na, weil du einen Zentimeter größer bist als ich. Zentimeter. Ja, du bist doch 1,67. Kannst ruhig zugeben, nicht, dass du so klein bist. Kein Problem. Du hast ja gerade verraten, wie groß du bist. Ja, und? Dann mach ich auch kein Geheimnis draus. Wo seid ihr Dings verraten, wo sie wohnt? Die Adresse ist draußen. Kann hier noch ein Überlebender sein. Der letzte schon mal. Es ist schon wieder der letzte. Nee. Vielleicht hier drin warst du schon. Hm? Wenn du noch nicht drin warst, dann ist hier bestimmt der letzte. Ich kann mir gut vorstellen. A. Überlebenden-Bunker. Oder auch doch nicht. Sag es einfach, ist schon was von dir. Ich von dir nicht gedacht. Momo, du bist es Huhn. Warum darf ich nicht Mu? Nee, Bock, das hat mir von Sonne geschaltet, also bewegen ja, wir sind die Hühner. Nur weil ich eine Frau bin, hat es aber schon ganz schön wieder minimalisiert hier. Warum? Ist aber wir, nicht du. Du Huhn. So. Ja. Sehr freundlich. Ich habe ja auch Gäste. Welche denn? Na, das Huhn. Auch schon so ein Huhn. Na klar, das Hühnchen, weil das von uns bei den Typen gemacht hat, das. Das Oberhuhn. Oma-Huhn? Oder das? Oma-Huhn. Das Oma-Huhn Gertrude. Ich bin's, das Huhn. Ja, genau. Das hat mir eine Zeit lang gleich auf den Sack gegangen, ne? Ich bin's. Tim. Komm, sag doch eigentlich YouTuber irgendwie so oder was? Oder sowas, dies und das und dann gleich. Ja, echt so. Oder das mit der komischen Katze.
Darf der Kevin zum Spielen kommen? Keine Ahnung, wo soll denn der letzte Überlebende sein? Wird schon 10-mal hier rumgelaufen. Da ging es ja eine Zeit lang, aber Bruder, mach nicht diesen. Mach nicht diesen, muss groß. Das schon mal, das wird erstmal eine Zeit lang bleiben, ne? Mhm. Muss groß oder was meinst du, Bruder? Ja, die ganzen halt, ja, Bruder, mach nicht diesen, muss groß. Und so weiter. Und so fort. Also ich hätte sogar schon Tampon an den Tampon vorbeigelaufen, das ist lustig. Und wie fühlt es sich so? Der Netz ist schon wieder verfixt und zugenäht. War doch schon sogar schon in den Höhlen drin und für nix. Vielleicht sollte ich mir doch ein Baguette machen. Ich hab Bock auf Baguette. Ist das was Neues? Das hat einer. Was ist denn los? BMW? Moinsen. Machen wir jetzt einen Account mit Mercedes. Nein, okay. Das lässt sich so anders fahren, jetzt das Auto durch die Felgen. Alter, das ist ein himmelweiter Unterschied, echt. Das ist ein neues Auto, ne? Was? Der Geruch und so, das Fahrverhältnis. Ja, du hast wesentlich mehr Fläche auf der Straße, ne? Alter, ich fahr. So, wir müssen die Frauen. Nur weil du damit nicht um kannst. Warum ist? Was hast du nur so als gerade gesagt? Gar nichts. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ja, ja. Na, Jesse. Fühl dich mal ein. Ich will euch die Nase putzen. Oh, so noch in den Sack. Ja. Schön ganz das putzen. In die Nase. Ja, klar, man ein bisschen hier Koffein schnupfen. Ja, das auch. Mich nicht schnüffeln. Alter. Hier ist auch eine Höhle. Aber hier ist trotzdem kein Überlebender. Scheiße. Was ist denn hier überhaupt drin? Gar nichts. Ich hab eine grüne Schrotflinte bekommen. Das ist krass, ja. Übelst. Heftig. 5er Level oder was ist das für ein Level? Hab schon aufgemacht, die Kiste. Das war eine grüne Schrotflinte. Also, hast du was verpasst jetzt leider? Es ist nicht mehr. Hm. Aber wenn ich noch eine Kunde finde, kann ich das gerne geben. Ja, eine Kunde ist schon heftig. Auf jeden Fall. Ah. Ich glaube, ein neues Gefühl gleich zu spielen mit einer grünen Schrotflinte. Das ist ja gar nicht vor. Klar, ein neues Verhältnis mit einer grünen Schrotflinte. Ja, wieder ein auf pervers, ey. Es gibt Objektophilie, ne? Oder wie das heißt. Ich hab dich gerade dich noch nachgemacht mit deinen hier Felgen. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Oh, die Felgen, das ist klar ein neues Vorgefühl. Also ein besseres Vorgefühl hatte ich noch nie gehabt. Klar ein frisches. Und das ist so toll. Was ne? denn für ein Auto? BMW? Jetzt kommt ML oder so. Wenn er sagt, was Größeres. Oder könnte auch ein Audi sein. Oder ein Jeep. Ein Range Rover. Gibt es ja einige, aber ich mag keine Geländewagen. Das werde ich nie fern. Oder eine kräftige Frau. Du wieder echt. Das ist Größeres.
Wir reden nicht von Reiter auf dem Blitz. Warst du schon in allen Höhlen und so? Weil ich gucke schon mal alle Höhlen, weil manche Überlebende sind ja dort unten drin. Aber irgendwie habe ich in keiner Höhle einen Überlebenden gesehen. Ich habe gerade was Schönes gefunden hier, also... Schon wieder eine blaue Schrotflinte, gibt es blaue Schrotflinten hier schon? Ach, hör mal, dein alter Dopp tut das noch gar nicht. Vectra? Kann sich ein Vectra... Also nee, da bin ich komplett raus bei Vectra. Oh, ich habe mal mit einem Arbeitskollege, der ist auch absoluter Opel-Fan. Hat sich so einen 50 Jahre alten, ich weiß nicht, Rekord oder was das war, geholt. Hat Chef bezahlt. Also Firmenauto, ne? Da habe ich auch nur gedacht, ey, der hat mein Auto angefasst und hat gesagt, so, jetzt muss ich meine Hände waschen. Opel und Volkswagen ist ja mal so, ne? Also willst du die große Kiste nun schauen? Nein. Gönnen sie dir. Bruder, ich gönne sie dir sowas von. Also bist du morgen dabei oder was? Hier und bei Fortnite. Ja? Das ist ein Ding, was am Morgen anfängt. Und was du morgen mitmachst. Hä? Wovon redest du? Ich müde mich nicht, nein. Lange schmuckt. Moin, Killer. Ich will das mal hören. Der Schmutter aus der... Kann ich die Bubel auch noch rausholen? Mmh. Ja, und dann auch schon in die Kamera zeigen. Das ist so widerlich, ey. Das ist heute mein Abendbrot. Bin ich so gut? Ich will mal gucken, ob ich noch was in der Nase habe. Nee, hab ich nicht. Tut dieses nix für dich. Hab gefragt, ob du ihnen helfen kannst, nach Portal zu kommen. Es kommt drauf an, welches Level und so weiter und so fort. Sturmschiffverteidigung 10. Das wird schwierig. Das schaffen wir zeitlich nicht mehr eigentlich. Ich wollte jetzt gleich eigentlich offline gehen. Wir können das aber gerne morgen machen. Welches Level bist du denn? Danke für deinen Follow, BMW. Was ist das? Der also macht auch Livestreams, der erklärt dir alles ganz genau. Ne, was? Bei Fortnite? Ja. Nur wenn ein Event ist bei Fortnite. Ich bin ein Event-Streamer, mehr auch nicht. Sonst lohnt sich das für mich nicht. Ach, für dich lohnt sich ja nie was. Deswegen, ja. Was ist denn jetzt gerade für ein Event? Überlebenden retten Event? Nee, ich würde gerade helfen. Das ist ja vor uns ein Geschossen von dir wieder. Ja. Knien's hier. Nein, das hat keiner gehört. Killer, wobei brauchst du denn Hilfe? Nein. Deine 7. Konnte nicht getippt werden. Ja, das habe ich schon gesehen, aber danke für dein. Achso, ja, für den Follow, das hatte ich eben schon auf mein Handy gesehen. Ja. Killer, ist die Frage, wobei brauchst du genau Hilfe? Bei Sturmschildverteidigung oder bei einer Quest? Bei der Quest. Weil wir wollten jetzt gleich ausmachen. Ich pfeife mir kurz also mal was zu essen. Was? Und dann spielen wir Conan. Ja, wenn er Hilfe, wenn er nach Brutal möchte, ist er noch im Plankotten. Ja, das ist die Logik, ja? Warum? Aber was man sagen, damit du es verstehst. Arschloch. Jetzt plagert man es. Wenn es SSV ist, macht sie also das Gimmel. Also erst kommt aber sowieso erst um 20 Uhr, ne? Da kann ich echt ein Baguette noch schneiden. Du willst ja noch vorbereiten. Genau. Was willst du denn vorbereiten? Ich will in Ruhe bauen, Mensch. Lass mich in Ruhe. Deswegen, ja, aber ich muss vorbereiten. Ich muss eine Kiste zusammenstellen, wo Andreas die Waffen getestet hat. Wie sind das? Na, du musst vor allen Dingen die Sklaven mal ausrüsten, ne? Das mach ich ja heute alles, während du das Ding machst. Ich will auch mal schwer hoffen, dass du auch mal was tust. Nicht nur immer ich. Ich hab mal gebaut, als du die ganze Zeit gemacht. Ja, weil du dir ja nichts reinnehmen lässt, ne? Also. Nein, ja. Das ist falsch, das sieht hässlich aus. Siehst du? Der eine hat gestern gesagt, oh, ihr habt aber voll. Hier, wer war das? Ach, ich hab den das Namen. Das der ist Frankie, der hatte doch gesagt, dass wir eine schöne Base haben. Alles mein Verdienst, ne? Will mal sagen. So, dein Verdienst. Ja, weil du sie gekauft hast.
Nein, das ist egal. Das zählt nicht. Ja, was denn? Ich? Meinst du ich? Du hast diesmal mitgeholfen mit dem Baum. Killer hat immer noch nicht geantwortet. Ich glaube, ich muss abgematzt gleich mal. Ah, dann muss ich kurz den Livestream aufmachen. Wie kann man über Handy ein Abo verteilen? Ich verstehe es immer noch nicht. Wollte Matze auch mal was können, weil er spendet. Danke, du Nutzer. Ja, ich auch nicht. Also doch, ich guck schon, aber nicht so. Echt nicht. Da mein Handy kaum funktioniert, kann ich nicht dann so viel machen. Aber ich kann ja schlecht mein Dingsen. Obwohl, was ist, wenn ich beides aufmache, ne? Twitch und... Aber dann läuft das ja wieder zeitversetzt, ne? Ja, ich habe ja auch darauf, wenn ich das Dings mache, halt hier... Aber beides offen, damit ich gucken kann, ob ich wieder hier am Lecken ist oder sowas. Ich weiß gar nicht, ob ich ein Abo verteile. Ich glaube schon. Mein nächstes Abo-Jubiläum in 6 Tagen. Ist doch, nur 6 Tage Zeit. Warum eigentlich? Es ist 6.5. eigentlich hätte ich schon. Aber wo braucht denn da so eine Hilfe? Ja, ich. Oder als Frau oder was? Oder. Mach ich los. Muss los? Was? Muss groß. Was da los ist? Was da los ist? Keine Ahnung. Genau, schreibt nicht mehr. Vom BMW geschrieben hat, ja, ich. Ja, weiß ich auch nicht. Die reden ja alle nicht mit mir. Ja, auch verstehen. Ihr Paket kommt bald. Morgen. Sehr schön. Du, die Snuff kommt morgen. Das ist schön. Das ist schön, dass er Snuff kommt. Ich kann mir die Waffe kaufen. Die Duett? Ja. Ich hab die immer noch nicht getestet, ne? Ich auch noch nicht. Ich war auch klar, machen. Dass sie auch rauskommt, ne? Ich meine, so hohe ja. SPS-Werte hat sie jetzt auch nicht gehabt irgendwie. Deine Kugel verteilen beim Treffer schon schneller. Alter, ich hab den Usterwerfer auch nicht hochgemacht. Den hab ich vorhin ins Buch geklebt, weil ich damit eh nicht spiele. Alles, wo ich nicht spiele. Ja, ich mache ja alles trotzdem hoch. Ich verstehe die Frage auch gerade nicht von denen. Du verstehst die Frage nicht, erzähl. Nein. Da liest es dir durch, was er geschrieben hat. Bist du im falschen Stream vielleicht? Vielleicht wollte er ja woanders hin. Das kann ja sein. Wieso bin ich bei dir? Okay. Na, eigentlich wollte ich woanders hin, aber alles gut. Mensch, wir haben uns doch eigentlich gefunden. Keine Ahnung, ich verstehe die Frage auch nicht. Deswegen ja. Ich habe mir heute mal ein paar PvP-Kämpfe angeguckt wegen Balkonen, ne? Größtenteils spielen die alle. Ja, größtenteils spielen die alle mit diesen großen hier Sperren, ne? Also mit diesem hier mit dem Sperr. Ich weiß nicht, was hast du mal geguckt auf die Werte, was der für einen Schaden macht? Nicht mit der Pommes. Viel Spaß beim Rumfummeln, Pommes. Also du denkst, du guckst dich einen Film an mit Popcorn. Wieso? Gönn ihn doch immer ein bisschen Spaß mit seiner Frau. Da gönn ich ja auch. Siehst du? Danke, hat er nur genießt und schweigt. Na klar. Er ist auch nur genervt von seiner Internetleitung. Muss ich gerade mal kurz unterstreichen. Deswegen ist gut, da verbringt er mehr Zeit mit seiner Frau. Liebe ist immer in Ordnung. Man hat nichts gegen Liebe. Liebe ist immer gut. Erstmal reinholen die Perks. Habe ich überhaupt noch Perks auf. Hab ich da nicht gerade was gesehen? Ne, zweimal? Nee. AD, die Breitseite wollte ich ja noch hochmachen. Dafür muss ich noch mal ein paar Dings opfern. Auf episch. Hast du die Perks eigentlich so gelassen bei der Breitseite? Da schau, was ich drauf hab. Wenn du mal so interessierst, oder irgendwas geändert hast. Ich hab da Sicht drauf, Crit Schaden,
Halt zweimal Crit und am Nachladen. Ich werde aber nochmal einmal ne machen. Wert. Kann man nicht auf Schaden machen? Einschlag vielleicht. Einschlag? Gibt's auch nie jeder einen Einschlag? Oh doch, das ist zweimal Crit. Einschlag. Weil das Crit. Nee. Nee. Ich bin eher ein Crit-Spieler. Dann mache ich doch lieber für Crit auch noch drauf. Ja, weil Haltbarkeit, nein. Muss ja nicht sein. Alles auf Crit, außer die Bodenkatapulte mache ich nicht auf Crit. Da kommt nur ein Schlag drauf. Achso, die hatte ich einmal so gelevelt, glaube ich, wie Dawn sie hat. Die eine, die legendäre, die epische, meinte ich jetzt gerade nur. Mhm. Die habe ich auch schon, genauso wie du. Mhm. Oh, ich habe ja noch diese legendäre. Die Bandstacheln spielen aber. Die Bandstacheln spielen auch keiner mehr damit, ne? Bandstacheln? Ja, ich bin glaube ich der Einzige, der damit spielt. Ja, bist du auch. Finde ich toll. Gerade für die kleinen Welten bereicht das, ne? Ja, aber für die großen Welten, also ich bitte dich. Ne? Ja, für die großen nicht, aber ich benutze ja auch noch für die kleinen Welten die Bandstacheln. Weil die kosten genauso so viel wie halt das andere Zeug halt, ne? Die Bodenkatapulte, Wandkatapulte, Bodenstacheln. Ja. Ja gut, wenn sich keiner jetzt noch mehr zu irgendwas hier äußert, dann beende ich mal eben kurz den Stream. Gebe mal rüber den Lied an Abgematzt und schiebe mir ein Baguette rein und dann geht's gleich weiter bei Conan. Der hört auch nicht auf, ne, mit Satisfactory. Ist er gerade fertig? Das ist halt so wie Dings, ne? Also wenn du einmal das lieber hast, sowas, ist halt immer so ein Beispiel. Ich glaube, der ist fertig, weil der läuft gerade so ein Trailer ab. Ja. Ist fertig oder ist gerade noch die Werbung? Nee. Der hat sich gerade ein Video angeguckt. Ach so. Oder er ist komplett fertig mit dem Game. Keine Ahnung. Ja, okay. Es geht nicht so schnell, das Spiel war falsch kriegen. Oh, weißt du, wie hart er das gesucht hat? So Leute, ich wünsche euch noch viel Spaß. Vielleicht sehen wir uns gleich auf Conan. Ansonsten danke fürs Zuschauen, danke für eure Follows und dann sehen wir uns gleich wieder. Ansonsten einen schönen Abend euch. Haut rein.